Ja, hallo. Wir haben Oh. jetzt Silent Mind, den Gedankenstille-Prozess vom Institute for the Study of Peak States, dem ISPS, die dritte Sitzung gemacht. Wir haben ihn abgeschlossen. Wie ging Ihnen das, bevor Sie die Sitzung gemacht haben? Wenn Sie sich nochmal zurückerinnern, wie war das vorher? Ja, einfach was Ihnen so einfällt. Ich habe das ja gestartet, weil mal wieder Situationen im Leben waren, wo ich einfach gedacht habe, Mensch, warum passiert mir das? Warum kommt das immer wieder? Immer dieselben Situationen und habe halt von Peak States gehört, dass da ein bestimmtes Modell dahinter steht und das fand ich total logisch und das wollte ich unbedingt probieren und einfach schauen, ob sich was ändert. Das war auch der Wunsch, dass sich was ändert. Okay, yes. Gut. Und wenn Sie jetzt nochmal sich zurückerinnern, so vor der ersten Sitzung, ja, wir haben ja da so einen Fragebogen gehabt, wir haben da so Marker aufgenommen. Wie war so das Gefühl? Der Fragebogen war dann schön, einfach mal wieder für sich so bewusst zu werden, okay, wo stehe ich eigentlich so im Zwischenmenschlichen, in bestimmten Situationen? Wo hängt es manchmal? Also wo bin ich irgendwie verkettet, ja, wo immer wieder die gleichen Geschichten passen. Und das war mit dem Fragebogen sehr gut, einfach mal zu verifizieren, ob man tatsächlich dann so Zahlen für sich zu haben, okay, auf einer Skala von 1 bis 10 stehe ich da, auch so sich das mal wieder bewusst zu werden, okay, wo stehe ich eigentlich? Super. Und dann haben wir die erste Sitzung begonnen. Ich habe Ihnen das erste Mal, Sie hatten ja auch noch keinen Kontakt mit Peak States vorher, und dann habe ich Ihnen die Techniken beigebracht. Wie war das für Sie? Ja, sehr überraschend. Also so diese Körperempfindung zu haben oder denen eigentlich bewusst mal zu begegnen, das war schon sehr schräg irgendwo auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat sich es auch dann verändert durch das Klopfen, also durch die Techniken im Prinzip und das ganze Setting auch schon während der Sitzung. Und das, ja, war für mich sehr interessant. Also einfach erstmal nur die Körperwahrnehmung, was sich das dann, wie sich das dann auswirkt im Alltag. Das erlebt man ja erst dann, aber in dem Moment, wo du stehen, den Körper in Erinnerung zu erleben, das war schon sehr spannend. Schön. Und waren die Techniken denn irgendwie schwierig, kompliziert oder konnten Sie die einfach lernen? Wie war das so für Sie? Nö, das ging eigentlich für mich jetzt, also Klopftechniken kannte ich schon. Ich habe auch ein gutes Vorstellungsvermögen, also es fiel mir jetzt leicht, sich so bestimmte Sachen reinzudenken oder sich vorzustellen. Das ist bestimmt hilfreich, wenn man, also wenn, dass ich da einfach, ja, mir das gut vorstellen kann. Aber es war für mich sehr intuitiv. Immer, okay. Und jetzt, wie war es nach der ersten Sitzung? Haben Sie da schon irgendwo Veränderungen gemerkt? Wie war das? Waren Sie müde? Waren Sie erschöpft? Waren Sie frisch? Wie war das so für Sie? Also es war so eine entspannte Müdigkeit. Also es war schon eine gewisse, ja, das war schon irgendwie auch anstrengend, ja. Eine gewisse Konzentration ist ja dabei. Natürlich, also es war auch emotional, irgendwie die erste Sitzung. Da war einiges dabei, wo ich dachte, oh, da kommt da was hoch. Dann so im Lauf der Tage danach, das waren, glaube ich, 3 oder 4 Tage nach der Sitzung, habe ich mich eigentlich relativ entspannt gefühlt. Ich habe auch irgendwie Rückmeldung gekriegt von Lehren, ich arbeite mit Menschen. Zumindest hat sich's angefühlt, als ob da weniger Bindungen da sind im Sinne von Trigger, ja, dass irgendwas bei mir was auslöst. Das hatte ich schon das Gefühl nach der ersten Sitzung, dass ich da was verändert habe. Dass ich einfach mehr so für mich stehe und alles andere dann da sein darf, aber nicht so mich betrifft in dem Sinne. Okay, und dann haben wir noch eine zweite Sitzung gemacht und heute ist die dritte Sitzung vorbei und Sie hatten mir jetzt vor der dritten Sitzung was erzählt, also so nach der zweiten Sitzung plus ein paar Tage, dass Sie so, ja, auch aus dem persönlichen Umfeld, dass Sie da gemerkt haben, dass sich da was verändert hat. Würden Sie das nochmal
ja, kurz wiederholen, was das da so war und wie sich das vor allen Dingen angefühlt hat. Also, ne, war das eher was Unangenehmes, sehr Angenehmes? Wie ist das Leben geworden für Sie dadurch? Ja, so wie es schon angedeutet hat, dass im Prinzip die Alltagssituationen, die einen irgendwie so mitreißen, ne, dass die nicht mehr so, also ich werde einfach nicht mehr so mitgerissen. Ne. Es ist da, es ist, ändert sich ja nichts im Außen, im Großen und Ganzen, aber dieses mitgerissen werden mit diesen Emotionen von anderen, das habe ich, mich deutlich weniger gespürt. Ist einfach, ich habe da Mitgefühl, ja, das spüre ich schon. Ich bin bei den Menschen dabei, aber nicht mehr so, dass ich irgendwie mitleide, so, sondern eher mitfühle, aber mit einem gewissen Abstand. Und das ist, ja, wenn man viel mit Menschen arbeitet, dann ist es auch schon, ja, hilfreich, irgendwie mit seinen Energien auch ganz gut umzugehen, glaube ich. Super, okay. Und wie ist das jetzt ganz konkret, so mit der Kopfstille? Haben Sie da was bemerkt? Oder Gedankenstille, dass die Gedanken nicht mehr so laut sind? Ja, das war jetzt bei der dritten Sitzung ganz auffällig, dass einfach, sag mal so aus der ersten Sitzung, das ist schon noch präsent, diese ganzen Körperempfindungen, das Kratzen hier und drüben da, dass das wirklich tatsächlich komplett, fast komplett verschwunden ist. Und so eine Körperruhe und dann aber auch eine Gedankenruhe dazu gekommen ist. Ja. Und einfach das, ja, es ist irgendwie einfach nur präsent sein. Sehr Also, schön. eigentlich so, wie sich eine Meditation wahrscheinlich anfühlt, bin ich einfach. Genau. Ja, das ist jetzt spannend, wenn Sie jetzt auch nach der dritten Sitzung sich mal hinsetzen und meditieren, mal gucken, wie das sich so anfühlt, ja, wenn der Kopf dann ruhig ist. Und wir haben ja so eine Übung gemacht, mit der wir die Cords praktisch, also die Verstrickungen zwischen Menschen spüren können. Und wie war diese Übung? Am Anfang, ja, und dann jetzt zum Ende hin. Also am Anfang, also bevor wir dann mit den ersten Prozessen begonnen haben, war das schon bei einigen Menschen, die ich mir vorgestellt habe, sehr, sehr, da war schon ein sehr großer Widerstand da. War für mich auch verblüffend, das ist einfach so zu spüren, einfach, dass da diese Verbindungen so an einem sich verhaken oder an einem ziehen. Und dass es da auch Unterschiede gibt, also das hätte ich jetzt nicht so erwartet, dass ich das, dass man das so gut spürt oder dass ich das so gut spüren kann. Und es war schon nach der zweiten Sitzung schon viel, viel leichter. Und jetzt nach der dritten Sitzung war eigentlich kein Widerstand mehr da. Also auch bei dem Mensch, wo ich so am stärksten mich verhakt fühlte, auch da war es eigentlich ganz, ganz leicht. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie es dann tatsächlich ist, wenn mal das Telefon klingelt und der Mensch dran ist, wie ich dann so, also wie es mir dann geht einfach. Also ich bin ganz guter Dinge, dass sich das auf jeden Fall anders anfühlt. Immer So. gut. Ja, herzlichen Dank. Also das sind ja schöne, schöne Sachen, die Sie da berichten und wünsche ich Ihnen auch ganz viel, ja, tolle neue Erfahrung. Ich mache das typischerweise so, wenn ich so ein Kurzinterview mache, dass ich einmal bitte, weil jetzt sind wir ruhig, friedlich und entspannt und nach der Sitzung ist alles immer ganz angenehm und dann kommt irgendwann das Leben wieder und dann kommen wieder so ein paar Probleme. Man reagiert darauf dann anders, ja, wie Sie schon gesagt haben. Aber so einen kleinen Merksatz, ja, wenn Sie so sich überlegen, so relativ spontan, was würden Sie Ihren zukünftigen Selbst, wenn das mal wieder so ein bisschen zu viel ist im Leben, was würden Sie dem mitgeben wollen? Ja, vielleicht einfach entspannt den Dingen entgegengucken und alles ist so, wie es sein wird. Ach, Alles hat wunderschön. seinen Sinn. Wunderschön. Na, das finde ich einen schönen Merksatz. Prima. Ja, dann ganz lieben Dank. Und ja, viel Spaß und mit Ihrem neuen Peak State. Ja, von mir vielen Dann herzlichen Dank. tschüss.